Eine Matrix besteht im Allgemeinen einfach nur aus mehreren Vektoren. Diese Matrix zum Beispiel besteht aus den drei Spaltenvektoren 2, 3, minus 1, 5 und 0, 1 oder eben aus den beiden Zeilenvektoren 2, minus 1, 0, 3, 5, 1, je nachdem, wie du es gerne betrachten willst. Matrizen sind vor allem dann sinnvoll, wenn du Daten mit zwei Merkmalen erfassen willst. Zum Beispiel die Anzahl der Jungen und Mädchen einer ersten, zweiten, dritten und vierten Klasse einer Schule. Das heißt, an dieser Matrix könntest du beispielsweise ablesen, dass in der Klasse 3 gerade 14 Mädchen und 9 Jungen sind. Wie genau der Aufbau einer Matrix ist, wie man Matrizen addiert, subtrahiert, multipliziert und transponiert und was das eigentlich alles zu bedeuten hat, das schauen wir uns jetzt an. Diese Matrix hat zum Beispiel die Dimension 2 mal 3, denn sie hat zwei Zeilen und drei Spalten. Wichtig ist, immer zuerst die Anzahl der Zeilen nennen, das ist ganz wichtig. Und die einzelnen Elemente der Matrix haben auch eine bestimmte Bezeichnung, und zwar steht beispielsweise die minus 4 an der Stelle A12. Das bedeutet, das ist ein Element der Matrix A, es steht in Zeile 1 und Spalte 2. Ja, wie wir gesagt haben, immer zuerst die Zeilen. Übrigens, wenn eine Matrix genauso viele Zeilen wie Spalten hat, dann nennt man sie auch quadratische Matrix. Die Addition und Subtraktion von Matrizen funktioniert ganz intuitiv, deswegen machen wir nur ein Beispiel dazu. Wichtig ist, dass die Dimensionen perfekt übereinstimmen müssen. Ja, hier würde es funktionieren, da das hier eine 2x2 Matrix ist und das hier eben auch. Und du musst darauf achten, dass die Anzahl der Zeilen übereinstimmt und die Anzahl der Spalten übereinstimmt. Ja, das bedeutet, du hättest auch eine 2x3 und eine andere 2x3 Matrix addieren können. So, ganz intuitiv, wir machen es elementweise. 4 plus 1 sind 5, 1 plus 0 ist 1, minus 2 plus 2 ist 0, 3 plus minus 1, also 3 minus 1, wird zu 2. Die skalare Multiplikation funktioniert genauso intuitiv. Du kannst einfach nur die konstante Zahl, die davor multipliziert wird, in diese Matrix rein multiplizieren, und zwar mit jedem einzelnen Eintrag. Die Dimension der Matrix bleibt dabei einfach erhalten. Na klar. Wenn du aber eine konstante Zahl reinziehen darfst, heißt das ja im Umkehrschluss auch, dass du konstante Zahlen rausziehen darfst, das heißt ausklammern kannst. Das bedeutet, aus dieser vorderen Matrix hätte man zum Beispiel die Zahl 2 ausklammern können. Hier könnte man beispielsweise auch die 2 oder direkt die 4 ausklammern. Über würde bleiben 1, minus 1, 2, 3. Und dieses Ausklammern kann in vielen Aufgaben einen entscheidenden Vorteil haben. Die Multiplikation von Matrizen ist hingegen nicht ganz so intuitiv, denn hier musst du ganz genau auf die Dimension aufpassen. Unsere erste Matrix hat die Dimension von 2 mal 3. Ja, sie hat zwei Zeilen und drei Spalten. Und unsere zweite Matrix hat die Dimension 3 mal 2, denn sie hat drei Zeilen und zwei Spalten. Wichtig ist, dass die Anzahl der Spalten der ersten Matrix genau übereinstimmen müssen mit der Anzahl der Zeilen der zweiten Matrix. Ja, denn das, was wir gleich berechnen, werden Skalarprodukte sein. Und die sind per Definition immer Zeile mal Spalte. Das heißt, diese beiden Zahlen müssen übereinstimmen. Und das Schöne ist, wenn du da genau darauf achtest, dass diese beiden Zahlen übereinstimmen, dann wird das Endergebnis dieser Multiplikation eine 2x2 Matrix sein. Das Endergebnis hiervon hat genau zwei Zeilen und zwei Spalten. So ein Matrixprodukt kannst du jetzt am einfachsten mit dem Falkschen Schema ausrechnen. Dieses Falkschen Schema ist so eine optische Unterstützung, damit du auch nicht in den Zeilen und Spalten verrutscht. Das heißt, ich empfehle dir, dass du dir so eine kleine Tabelle aufzeichnest, bei der du auf die linke Seite deine erstgenannte Matrix schreibst, ja, auch wirklich 1:1 abschreiben, wie sie ist, in Zeilen und Spalten, und hier oben deine zweitgenannte Matrix, in dem Fall 1, 0, 1 als erste Spalte und 4, 2, minus 1 als zweite Spalte. Das Schöne ist, hier wo sich Zeilen und Spalten übertreffen, da wird jeweils ein neuer Wert entstehen, und zwar hier, hier, hier und hier. Na, und da siehst du schon, das Endergebnis wird nämlich zwei Zeilen und zwei Spalten haben, so wie wir es gerade gesagt haben. Und um diese vier Positionen auszurechnen, musst du nur Skalarprodukte machen. Das heißt, 1 mal 1 plus minus 2 mal 0 plus 3 mal 1. Ja, genau da, wo sich Zeile und Spalte übertreffen, dieser Wert kommt dabei raus. Also 1, 0, 3. 1 plus 0 plus 3, hier sind wir bei 4. Geht's weiter hier mit diesem Wert. 1 mal 4 sind 4, das sind minus 4 und das sind minus 3. Ja, zusammen addiert minus 3. 0 mal 1 ist 0, 1 mal 0 ist 0 und die beiden multipliziert ergeben minus 1 und dann haben wir hier 0, 2, 1 addiert
sind es 3. Das heißt, unser Ergebnis ist die Matrix 4 minus 3 minus 1, 3 und wie wir gesagt haben, eine 2 kreuz 2 Matrix. Das zeigt im Übrigen auch, dass die Matrixmultiplikation nicht kommutativ ist, sagt man. Das heißt, dass du nicht a mal b gleich b mal a schreiben darfst. Na klar, bei reellen Zahlen funktioniert es. Ja? 5 mal 6 ist dasselbe wie 6 mal 5. Aber a mal b ist nicht dasselbe wie b mal a. Okay, alleine nur von den Dimensionen hätte das gar nicht funktioniert. Ja, wenn du diese Matrix mal diese Matrix rechnest, vertausch die mal, dann wirst du sehen, kommt am Ende eine 3 kreuz 3 Matrix raus, ist ja was anderes als hier. Aber selbst wenn die Dimensionen übereinstimmen würden, muss das Ergebnis nicht stimmen. Okay, es gibt Matrizen, bei denen es kommutativ ist, wo du das vertauschen kannst, aber im Allgemeinfall nicht. Das bedeutet im Übrigen auch, wenn die Anzahl der Spalten der ersten Matrix und die Anzahl der Zeilen der zweiten Matrix nicht übereinstimmen, dann kann man so nicht multiplizieren. Was aber immer geht beispielsweise, ist das Transponieren. Eine Matrix zu transponieren heißt einfach nur, ihre Zeilen und Spalten zu vertauschen. Wir machen das mal an dem Beispiel hier oben. Die Matrix A zu transponieren geht ganz einfach. Das, was eben noch die erste Zeile war, wird jetzt die erste Spalte. Und das, was eben noch die zweite Zeile war, das wird einfach zur zweiten Spalte. Und da sehen wir, dass sich die Dimension genau gedreht hat. Eben war es noch eine 2 kreuz 3 Matrix und jetzt haben wir eine 3 kreuz 2 Matrix. Passiert eben durchs Transponieren. Und dieses Matrix-Element, diese Zahl minus 4, die eben noch an der Stelle 1, 2 stand, die steht jetzt einfach an der Stelle 2, 1. Ja, auch wie hier haben wir gerade gesagt, vertauschen sich Zeilen und Spalten. Mehr passiert beim Transponieren nicht. Fassen wir mal zusammen, was wir bisher herausgefunden haben. Wir dürfen Matrizen transponieren, also ihre Zeilen und Spalten vertauschen. Wir dürfen sie addieren, subtrahieren und multiplizieren, wenn die Dimensionen übereinstimmen. Und jetzt ist die Frage, dürfen wir sie auch durcheinander dividieren? Ja, dann hätten wir nämlich alle Grundrechenoperationen zusammen. Nur leider dürfen wir Matrizen nicht durcheinander dividieren, so ein Rechengesetz gibt es nicht. Was manchmal klappt, ist anstatt zu dividieren, mit dem Inversen einer Matrix zu multiplizieren. Okay, aber was das Inverse einer Matrix ist, wie man die berechnet und unter welchen Voraussetzungen so ein Inverse überhaupt existiert, das schauen wir uns einfach in einem der nächsten Videos an. Jetzt an dieser Stelle machen wir das nicht. Zu guter Letzt schauen wir uns noch ein paar wichtige Rechengesetze an, die immer mal wieder auftreten. Zum Beispiel ist die Transponierte der Summe gleich die Summe der Transponierten. Ich denke, das hättest du intuitiv auch richtig gemacht. Die Transponierte der Transponierten, naja, also wenn man Zeilen und Spalten tauscht und nochmal Zeilen und Spalten wieder zurücktauscht, kommt natürlich die ursprüngliche Matrix bei raus. Ich denke, das ist auch kein Wunder. Nur hier bei der letzten, da musst du gut aufpassen. A mal B transponiert ist gleich, also wenn man das Transponierzeichen reinzieht, B transponiert mal A transponiert. Das heißt, die Reihenfolge vertauscht sich, wenn du das Produkt transponierst. Warum das so ist, das kannst du gerne mal selber überlegen. Spul ruhig nochmal zurück und schau dir nochmal den Teil an, wo wir über Matrix-Multiplikation geredet haben und was es bedeutet zu transponieren. Und ich denke, du wirst dir selber erklären können, warum das so ist. Schreib es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, wie gut du aufgepasst hast. Das war's auch schon wieder mit den Grundlagen zur Matrixrechnung. Schau gerne mal in den nächsten Videos vorbei, wenn es dich interessiert, wie genau man eine Matrix invertiert, falls man sie denn invertieren kann und was es eigentlich bedeutet. In jedem Fall wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!